Bis jetzt ist es noch eher seichte Kost. Leichte Kost. Am Anfang mit Frank Stone war es noch okay. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Nicht, wenn du sein Sohn bist. Dann tut er beides. Findest du es nicht schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon. Ich meine, das war schon immer, seitdem ich denken kann. Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht hilft ihm das ja. Ganz ehrlich? Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Dieser Spitz ist total unnötig. Er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg, das Ganze. Warum sind es immer Clowns? Erleuchtet. Nochmal. Irgendwas passiert, ich will noch öfter kommen. Nochmal, komm. Vielleicht passiert was. Anscheinend nicht. Was ich sagen wollte, er ist eher wie besessen. Sackgasse. Falscher Ort. Okay, also, er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg, das Ganze. Ah, okay, das musst du näher erklären. Vielleicht war das seine Art, mit dem Stress und der Schuld klarzukommen, aber er hat begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu recherchieren. Unkonventionell. Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein. Du meinst doch nicht so okkulten Kram. Hey, ich hätte nichts sagen sollen. Hast du aber... Ich will euch nichts Falsches in den Kopf setzen. Mein Dad ist voll in Ordnung. Basta. Sicher. Wie du meinst, Mann. Ich hab die ausreden lassen und jetzt öffne ich die Tür, weil sonst würde der Dialog unterbrochen werden. Moment mal. Leute, das ist es. Das ist die Maschinenhalle. Heilige Scheiße. Tatsächlich. Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet. Auf jeden. Super, Chris. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ja. Ja. Glaubst du, wir finden was, das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich. Nicht immer genug. Sieh doch nur. Der Zug? Ja. Ja, in dem Artikel. Das ist die Notbesetzung. Wir arbeiten alle für drei. Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient. Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem, sagt Frank Stone. Wenn nur noch Frank wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt, wurde es bestimmt nicht durchsucht. Nicht gründlich. Ah, macht Sinn. Ich glaube nicht, dass da Leichen drin sind. Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Falls man da überhaupt draufkommt. Wir finden einen Weg. Los! Okay, jetzt ist Jaime dran. Maschinenhalle. Es muss einen Weg da hoch geben. Schauen wir mal. Dieser Spürsinn, ne? Der ist total unnötig irgendwie. Komm, lauf. Wir laufen einfach rum und irgendwann haben wir es. Nein, 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 nicht runter, hoch. Bleib oben. Die Steuerung ist auf jeden Fall etwas besser als bei den vorigen Spielen. Sieh nach, was Robert gefunden hat, aber ist immer noch echt nicht so gut. Kaputt? Scheint so, ja.
Lass mich mal sehen. Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Ist irgendwie eifersüchtig? Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht... das war nicht, Nicht was? Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Nur... Wir drei. Also... bin ich einfach im Weg, ja? Ist voll eifersüchtig. Aggressiv warst du jetzt auf meine Freundin abgesehen, oder was, hä? Ich hab gesehen, wie du ihr auf den Hinter gestarrt hast. Was willst du? Ungeduldig. Ich will ein paar Minuten nur mit Chris. Ich liebe sie. Okay, es ist so. Ich hab die ganze Nacht versucht, ein paar Minuten allein mit Chris zu reden. Und das war nicht einfach. Du bist doch bloß genervt, weil Chris nicht mit dir abhauen und rummachen will. In dem Unterschlupf des Mannes, der mich fast zur Waise gemacht hätte. Das habe ich nicht gesagt. Ich kann nichts dafür, dass sie mehr an die Arbeit denkt als an dich, Mann. Ach, jetzt hör doch auf. Was geht, Party People? Party People! Die Tür da drüben braucht Strom, damit sie aufgeht. Läuft der Generator? Nein, der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Dann suchen wir doch mal. Dann suchen wir doch mal. Die findet die nötigen Teile, um den Generator zu reparieren. 0 von 2. Wir brauchen 2 Teile. Und jetzt wäre es gut, diesen Spürsinn zu aktivieren. Und wenn da auch wirklich was nützen würde. Könnte für den Generator passen. Nimm einfach mal mit. Okay, das war wirklich ein Teil. Graben wir einfach alles ab und warten, ob da irgendwo X steht. Ein paar Teile finden. Ja, sie braucht scheinbar Strom. Laufen wir einfach mal ein bisschen rum. Irgendwo ist da was. Ich glaube es auch nicht, dass es schwierig sein soll, hier was zu finden. Könnte mit dem Generator helfen. So schnell haben wir 2 Teile gefunden. Wie geht's dem Generator? So gut wie fertig. Ist schon fast repariert. Und wo ist der Generator? Schauen wir mal. Verkabelung. Hier ist das Kabel. Oh, wohin führt das Kabel? Das sieht aber aus wie ein Generator hier. Aber hier kann ich nichts auswählen. Gehen wir mal runter. Da, ob da irgendwas ist. Oder da hinten? Nee. Hier? G für Generator? Nee. Aha. Während du R2 gedrückt hältst, um den Generator zu reparieren, erscheinen Fähigkeitschecks. Okay, im richtigen Moment drücken. Drücke X, wenn der Zeiger
über der Erfolgszone ist. Wenn du den gefüllten Bereich erwischst, bekommst du Bonusfortschritt. Wenn du die Erfolgszone jedoch verfehlst, verlierst du einen Teil deines Reparaturfortschritts. Mann, das war aber auch vorhin schon so komisch mit dem Reparieren, mit diesem Fortschrittsbalken. Wir versuchen es. Hallo? Mach mal. Scheibenkleister. Zu früh gedrückt. Jetzt habe ich es verkackt. Komm schon, ich bin voll fokussiert gerade. Juhu! Gut gemacht. Danke. Danke. Achso, er meinte Jaime, nicht mich. Öffne die elektrisch verriegelte Tür. Juhu, es werde Licht. Geh aus dem Weg, Chris! Guck mal, da bleibt er verhängen. Er hängt, hat gerade voll gehangen. Und dann geht er manchmal so ein bisschen runter. Ach, diese Steuerung. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Da ist ein Schlüssel. Erwähnt er den Schlüssel nicht? Muss ich länger draufbleiben, dass er was sagt? Aber auf jeden Fall ein Schlüssel. Aber der sagt nichts. Jetzt, wo wir Strom haben, geht sicher auch die Tür auf. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Sesam, öffne dich. Finde einen Weg ins Büro. Irgendwo rumklettern? Nee. Verschlossen. Vielleicht gibt's noch einen anderen Eingang. Kann ich nicht das Fenster einschlagen? Wieder dann so reinzoomt, dann passiert aber nichts. Er sagt gar nichts. Okay, gehen wir mal. Gehen wir einfach mal eine Runde. Ah, da kann man hochklettern. Da kann man hochklettern. Räuberleiter, hallo. Chris, komm mal her. Chris. Dann gehen wir mal hier rum. Ist da was, wenn ich hier lang gehe? Guck mal, wie der jetzt einfach hängen bleibt. Oh Mann, die Steuerung macht mich jetzt gerade ein bisschen... Macht mich gerade ein bisschen genervt. Hier werde ich hier. Kann ich niemanden dazu bringen? Ah, hier kann ich hochklettern, warte mal. Hier ist was, warte mal. Ist das vielleicht... Das Schloss von dem Schlüssel da? Im Büro gab's einen Schlüssel. Ah, jetzt sagt er was. Vielleicht bringt er uns in den Waggon, wenn wir nur irgendwie dahin kommen. Kannst du ihr helfen? Er sagt aber auch gar nichts hier wegen diesem Lumpen da. Wenn ich jetzt nochmal drauf an, wie sie sagt, er dann was? Ich kann nicht da hochklettern, weil da so Löcher an den Brettern sind. Nö.
Da war doch irgendwas eben. Achso, nee. Schauen wir uns mal um. Auch versperrt. Hier kann ich gar nichts machen. Hier auch nicht. Hier kann ich auch nicht aufsteigen oder so. Kann ich nicht Chris sagen, dass wir da über mit der Räuberleiter hier rüber gehen können? Oder ich verschiebe hier das Teil da? Geht das? Ja. Zumindest etwas weiter. Da leuchtet was auf dem Boden. Hat nichts zu bedeuten. Ich fasse es nicht, dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Ja, wenn du einen guten Film drehen willst und fertig machen willst, dann gehört es dazu. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Nochmal durch den Schacht. Jetzt sind wir im Büro. Ich suche das Büro. Jetzt haben wir wieder diese Box da. Hm. Vielleicht öffnet dieser Schlüssel den Waggon. F. Stone. Frank Stone. Schließe den Waggon mit dem Schlüssel auf. Der hängt einfach. Hast du einen Schlüssel? Yep. Da ist dein Etikett drauf. F. Stone. Ach du Scheiße. Mhm. Meinst du? Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Probieren wir doch mal den Schlüssel beim Waggon. Bin schon dabei. Okay, hat geklappt. Ich habe jetzt nichts gesehen. Begib dich nach oben zum Zug. Hoch, wir müssen nach oben. Kann ich ja nicht hochklettern. Wieso benutzt er seine Taschenlampe nicht? Verstehe ich nicht. Ich kann kaum was sehen. Ich drücke jetzt gerade alle Knöpfe. Passiert nichts. Schauen wir mal. Ah, da ist eine Leiter. Es ist jetzt eine längere Passage, in der ich rumlaufen muss und so weiter. Und da merkt man, wie schlimm die Steuerung ist.
Wenn da nur diese Filmsequenzen sind und dann kommt mal ein Quicktime-Event, dann merkt man das nicht so. Aber jetzt gerade ist eklig. Bist du sicher, dass du das machen willst? Ich gehe vor. Sei ein Held, Reime. Ich zuerst. Ganz einfach. Eins, zwei, drei. Tja, wenn das so einfach ist. Oh mein Gott. Hab dich. Oh. Puh, das war ein Meter. Ein Meter. Ein Meter. Es wäre ein noch unangenehmeres Ende gewesen. Yo, schau mal. Wow. Direkt durch die Wand. Ich hätte ihn fallen lassen sollen. Hat er verdient. Weil er meine Freundin angeguckt hat. Oh, was zur Hölle? Ist das seine Hand? Verdammt. Ist das ein... Ja. Und es hat Freunde. Das ist Wahnsinn. Das haben die bis heute nicht entdeckt? Erkunde das Versteck. Ja, da leuchtet schon direkt was vor meinen Augen. Die wollen ja, dass ich es anklicke hier. Notizbuch des Maschinenschlossers. Stahlwerk von Cedar Hills. Maschinenhalle und Reparaturen. Cedar Hills, Oregon. Log MS-815. Wer sind die anderen Leute? Parker D. Nein, will nah ran. Jeden Schlag spüren. Ihre Schreie hören. Kessler E. Diesmal aber richtig. Bessere Kontrolle. Für den Hals kleine Schnitte sauber halten. Ihre Angst schmecken. Feel every blow. Hear their scream. Der falsch geschrieben. Aber extra so gemacht. Better control. For the next small cuts. Keep clean. Taste their fear. Da hat das richtig geschrieben mit der. Da hat sich sogar so ein Anzug zusammengebastelt. Erstmal schön mit Storyboard. Ich bin hier voll das Anti-Superheld. Ein Wesen, geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbreiten, schneiden und richten. Ziemlich verstörend. Eine Luke. So muss Stone rein und rausgekommen sein. Hat sich wohl gelöst, als die Fracht runterkam. Hier hängt einfach mal ein Brustkorb. Fuck! Was ist? Oh! Verdammt! Sie war wohl eins von Stones Opfern. Sie wurde nie gefunden. Mach doch mal die Kamera aus! Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich meinte ernst, wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich, Mann! Warte! Worauf denn? Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich? Aber der Film... Hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Er sollte zum Sheriff. Natürlich hat Robert recht. Aber... Geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an, okay? Ist Reim im Psychopath oder was? Hier sind Menschen ermordet worden, die haben Familien.
Die wollen die Wahrheit, die wollen wissen, was mit ihrem Mitglied passiert ist. Hier ist jemand verschwunden und der Heime redet irgendwelche Filme. Sogar Chris sagt, hey, Film ist vorbei. Was ist mit Heime los? Ist er ein Psychopath oder was? Was war jetzt nochmal? Irgendwie umsehen oder was? Ah, hier ist noch was. Die Polizei hat das anscheinend nie mit Stone in Verbindung gebracht. Polizei geht im Fall Calhern und Freundin von Mord aus. Montag, 17. September 1962. Nachdem mehrere Tage gemutmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd Cusick gestern Abend bekannt, dass die Polizei im Fall von George Calhern und Joyce Barton, die tot bei Hawkline Point aufgefunden wurden, von einem Doppelmord ausgeht. Und die sind gefunden worden. Jetzt haben wir wieder einen Kopf im Glas gefunden von einer vermissten Person, die dann halt noch nicht gefunden wurde. Und ihre Familie ist besorgt. Die wollen wissen, die wollen auch wenigstens Gewissheit haben. Die wollen innere Ruhe bekommen. Und natürlich wollen die auch den Fall geklärt bekommen, gelöst bekommen. Da macht man doch nicht so einen blöden Film fertig. Das weiß ich. Irgendwie kommt es mir so komisch vor, als wäre das jetzt schlecht geschrieben. Mit der Charakterentwicklung von Jaime. Von den Autoren des Spiels. Weil Jaime war doch sehr in Ordnung. Da war doch ganz normal. Der wirkte etwas reflektierter. Jetzt der Film. Aber na gut, okay. Lesen wir mal. George Calhern, 28, Sohn des Besitzers einer beliebten Drogerie in Cedar Hills. William Calhern und seine Freundin Joyce Barton starben infolge eines Autounfalls, bei dem das Fahrzeug in Flammen aufging. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mit Hochdruck an dem Fall gearbeitet und kann nun mit Sicherheit sagen, dass Calhern's Wagen geparkt gewesen ist, bevor er von der Straße abkam, weshalb sie von Fremdeinwirkung ausgeht. Als Sheriff Cusick die Neuigkeiten bekannt gab, versicherte er den Einwohnern, dass der oder die Täter schon bald identifiziert und gestellt werden würden. William Calhern hat unabhängig von den Ermittlungen des Sheriffs eine Belohnung von $1,000 für jegliche Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Verdächtigen führen. Der Schock über die Nachricht dieser Ermordung sitzt bei allen Bewohnern unserer friedlichen Stadt tief, vor allem weil erst im Juli die verwitwete Dorothy Clay getötet worden war. Damals wurde der Täter, Frau Clays Neffe Alvin, bereits nach kurzer Zeit von Sheriff Cusick gestellt und festgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch dieser Fall schnell klären und den Verantwortlichen Gerechtigkeit widerfahren wird. Ja, es geht auch um Gerechtigkeit, weißt du? Ist hier noch irgendwas? Jetzt wäre es gut, diesen Spürsinn zu aktivieren, um irgendwie alles noch zu sehen, bevor die Story weitergeht. Weil wenn wir durch die Luke gehen, ist es vorbei, ne? Hier ist jetzt... Ich sehe jetzt nichts mehr. Komm, gehen wir durch. Gehen wir durch. Okay, ich kann es jetzt nicht drücken. Hallo? Jetzt. Von dieser Perspektive aus. Wir müssen los. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Schockiert. Das kannst du doch nicht bewegen. Beklommen. Ist es eine gute Idee, das zu bewegen? Und das mit dem Film. Eigentlich hätte es ja eigentlich Chris sagen sollen. Aber was ist mit dem Film? Und Jaime hätte eigentlich sagen sollen, ja, das war's mit dem Film. Aber na gut, irgendwie haben die es getauscht. Jetzt sagt er, das kannst du doch nicht bewegen. Irgendwie voll komisch. Hey, Scheiße, das kannst du doch nicht bewegen. Yo, entspann dich. Ich leg's zurück, bevor der Sheriff hier ist. Ich will nur ganz schnell eine Aufnahme machen. Klar, ja. Du verpasst aber auch echt keine Chance, Frank Stones Opfer für deinen Film auszunutzen. Wir drehen diesen Film zusammen. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Nur wir zu zweit. Jaime. Every time I turn around, there you are with Robert. Okay. Wir sind jetzt alleine. Ja, und ich denke immer an dich und Robert. Du deshalb die ganze Zeit so angefressen?
Sei mal ein bisschen positiver, Mann. Robert will nur ein guter Freund sein. Für uns beide. Kann sein. Ich weiß, heute Abend lief es nicht so, wie du wolltest. Aber wir haben das Ding im Kasten. Das ist krass, Mann. Wir müssen es nur fertig kriegen und dann läuft bald alles wieder rund. Verstehst du? Alright, darling. I have to anerkenn it. Okay, klar. Pessimistisch. Wir reden jetzt einfach Englisch für eine Line und dann wird sie da auf Deutsch umgestellt. Das war auch so bei The Devil in Me. Erinnere ich mich. Da wurde auch ab und zu einfach mal Englisch geredet. Oder bei vorigen Teilen. Aber das ist ja jetzt... wir zocken zum Release Day. Und das ist halt normal. Da kommen vielleicht Updates, Patches, was weiß ich. Es ist jetzt ist ja normal, dass dann Updates kommen, um die Bugs ein bisschen zu bereinigen. Aber selbst mit Updates und Patches wurden auch diese Sprachbugs und so weiter teilweise gar nicht beseitigt, aber es ist auch egal. Gehört zum humorvollen und spaßigen Trash-Faktor hier hinzu. Pessimistisch, ich weiß nicht, ob wir später reden können. Warum denn? Sei anerkannt. Okay. Ja, klar. Ich weiß zu schätzen, dass du zuhörst. Danke. Ja. Irgendwie pervers, hier rumzumachen. Und warten wir draußen? Geh schon. Ich komm gleich nach. Versprochen. Mach mich nicht eifersüchtig auf eine abgetrennte Hand. Sollte ich das denn tun? Ich glaube, gleich wird er wirklich eifersüchtig. Vielleicht wird jetzt was aktiviert. Irgendwie wegen diesem Übersinnlichen. Die Energie von Frank Stone und so weiter. Deswegen, hier passiert gleich was. Hallo? Ich sehe kein Bild. Es ruckelt oder was? Was ist los? Ah, okay, jetzt läuft's. Keine Framefehler beim Aufnehmen, keine Aufnahmefehler, keine Grafikkartenfehler. Das Spiel ruckelt von sich aus. Okay, jetzt wird hier gerade alles aktiviert. Oh mein Gott, die Energie, die Seele von Frank Stone. Huh? Was? Weiß nicht. Geil. Ich glaube, jetzt geht's ab. Komm schon, Frank, zeig mir, was du drauf hast. Hoho. Halt drauf, Chris! Halt drauf! Was ist los? Was kannst du sehen? Tu was! Ich darf nicht schreien wegen der Nachbarn. Was soll ich tun? Natürlich helfen! Halt durch! Ich komme! Oh mein Gott! Gerade dein Ernst? War das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Warte, ich muss es nochmal neu spielen. Ich hab die Deluxe-Edition, ich kann zurückspulen, warte mal.
Gehen wir mal in diese Schnittraumetage. Die Schnittraumetage ist eine Zeitachse, die der Geschichte von The Casting of Frank Stone folgt. Hier kannst du sowohl deinen aktuellen Pfad in der Story als auch die Stellen sehen, an der die Handlung sich basierend auf deinen Entscheidungen und Aktionen verzweigt. Du kannst zu bereits verspielten Punkten in der Story springen, um die Ergebnisse zu ändern, andere Verzweigungen freizuschalten und Sammelobjekte zu finden, die du verpasst hast. Alter, was ist eben mit Jaime passiert? Warte mal, ich will gucken, ob ich da was zurückspulen kann. Ah, das ist schon das sechste Kapitel, ne? Ich bin jetzt hier auch zum ersten Mal. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Das Phantom des Stahlwerks. Jaimes Garage. Gulli. Gehen wir mal nach hinten. So ein bisschen. Ja, das ist komplett neu bei dem Spiel. Da kann man hier viel schneller irgendwie zurückgehen. Ah, hier, guck mal. Jaime geholfen. Chris geholfen. Jaime getötet. Jaime wurde bei der Portaltür getötet. Das war eine Portaltür. Und Chris wurde damit reingezogen. Auch geil. Das ist dann irgendwie dann. In welche Zeitzone wird die dann gezogen? Das war ja auch der Geist von Frank Stone, der jetzt Jaime erledigt hat. Und dieser Totenkopf heißt Tod. Dann gehen wir mal hier hin. Ne, nicht hier hin. Sondern dahin. Ab hier spielen. Ah, hier sind noch die Prozentzahlen. Wer wie entschieden hat. Gehen wir hier hin. Kann ich das spielen? Kann ich es nicht auswählen? Kann ich es nicht auswählen? Nein, nein, ich möchte nicht ins Tutorial. Wie kann ich hier ab hier spielen? Ah, hier, ab hier kann ich spielen. Boah, da muss ich so weit zurückgehen. Tun wir das einfach mal. Ich will jetzt nicht, dass Jaime so schnell stirbt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das hier zu ändern, dann mache ich das auch. Wahrscheinlich werde ich hier einen Cut setzen. Okay, wir sind wieder zurück. Jetzt mit der anderen Entscheidung. Ich habe bis hierhin weitergespielt. Ich finde es aber geil, dass wir das jetzt so machen. Weil da sehen wir immer verschiedene Perspektiven. Und ich habe vor, dass wir das dann noch bei weiteren Entscheidungen auch so machen. Dass wir einfach neu das nochmal neu drehen. Wir sind halt im Schnittraum, wir können den Director's Cut machen. Weiß nicht. Dann haben wir ein geiles Let's Play hier. Gleich kommt der Frank. Frank the Tank. Mann, renn weg! Tut mir leid! Ich kann nicht! Nein! Jaime! Lass mich nicht allein! Chris ist schockiert, dass du sie zurückgelassen hast. Nein! Du bist weggelaufen, als Chris' Portal gezogen wurde. Schicksal geändert. Aber wenigstens wurde er nicht in Stücke geschnitten.